Nachdem mein Video 4 Dividendenaktien mit hohen Dividenden so gut angekommen ist bei euch, 2400 Views, habe ich gedacht, ich mache das Ganze jetzt nochmal für Europa, nicht nur für die USA. Das heißt, jetzt gibt's 4 neue Aktien, europäische Aktien, die seit mindestens 15 Jahren die Dividende nicht gekürzt haben und aktuell eine sehr hohe Rendite auszahlen. Los geht's! Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Das ist keine Anlageberatung. Wir schauen uns also jetzt hier die europäischen Aktien an. Ich habe hier den Stock-Screener von GuruFocus und der heißt Historical High Dividend Yields. Und für Europa finden wir 11 Aktien. Und was sind hier die Suchbedingungen? Das habe ich im letzten Video gar nicht gesagt. Dividendenrendite mindestens 4%, Payout Ratio maximal 50% und Years of No Dividend Reduction 15, mindestens 15 Jahre keine Dividende gekürzt. Ihr seht jetzt mal hier alle 11 Aktien. Hier haben sich auch irgendwie Amerikaner und Chinesen mit reingemogelt. Intel zum Beispiel und China Gas Holdings. Das liegt einfach daran, dass die zum Beispiel in Stuttgart gehandelt werden können und deswegen hier angezeigt werden. Ich zeige euch natürlich jetzt 4 europäische. Und wir fangen an hier mit der höchsten Dividendenrendite mit Retail Estates. Die zahlen im Moment 7,3% und haben seit 17 Jahren die Dividende nicht gekürzt. Und jetzt geht's los mit der Analyse. Und da schauen wir erstmal, was die machen. Und wir hören schon am Namen, Retail Estates hat hier in Belgien und in den Niederlanden Immobilien. Und was ist vielleicht interessant, wir können uns hier mal anschauen, die größten Eigentümer. Also Free Float sind 69%, das ist schon mal gut, alle, die unter 3% halten. Und dann haben wir zum Beispiel hier einen Investor, der hat fast 10%. Nextensa, die sind selber Immobilieninvestor. AXA SA, also Einzelne sind hier investiert, ansonsten relativ viel Free Float. Und interessant zur Dividende, die haben hier immer eine Dividende gezahlt. Auch 2008, 2007, 2006. Wo es ja schon eine große Finanz- und Immobilienkrise gab. Das heißt, die zahlen hier wirklich schon sehr lang. Das ist hier der Investor, der dort selbst investiert ist mit fast 10%, Nextensa. Und jetzt schauen wir uns mal die Aktie an. Die haben ein Price to FFO von 11 im Moment, kosten 62 Euro. Wir sehen am Chart, die sind jetzt weder historisch sehr teuer noch historisch sehr günstig. Das Tief lag hier ungefähr bei 40 Euro im Corona-Crash. Fair Value wird angegeben hier mit 70 von GuruFocus. Das heißt, auch aus meiner Sicht ist das jetzt hier keine stark unterbewertete Aktie. Wir können hier nochmal sehen, wie viel Umsatz sie also in Belgien machen und wie viel in den Niederlanden. Wenn wir auf den Income-Stream schauen, sehen wir, das Other Income ist noch relativ gering im Vergleich zum Beispiel zu deutschen Immobilienunternehmen. Da ist das Other Income fast genauso hoch wie das Operating Income. Das muss man sich dann immer ganz genau anschauen im Jahresbericht. Ansonsten haben die hier natürlich eine sehr gute Quote, wie alle Immobilienunternehmen. Umsatz manchmal sogar geringer als Gewinn. 85% Eigenkapitalquote. Interest Coverage liegt bei 5. Wir haben jetzt hier ein Schiller PE von 10 und Price to Free Cash Flow von 11. Auch das deutet jetzt für mich schon darauf hin, dass sie jetzt nicht unbedingt extrem günstig sind. Aber sie zahlen eine Dividende von 7,37% im Moment mit nur 32% Payout Ratio vom Gewinn. Sie konnten Umsatz und Gewinn in den letzten 10 Jahren schön steigern. Fast der ganze Free Cash Flow wird als Dividende ausgezahlt. Was mir nicht gefällt, ist hier die starke Verwässerung. Wir kommen von 5,2 Millionen Aktien und sind aktuell bei 13,2 Millionen Aktien, die Aktienanzahl mehr als verdoppelt. Deswegen ist das hier jetzt auch für mich persönlich nicht die interessanteste der 4 Aktien. Die nächste aber umso mehr, also auf zur Nummer 2. Das zweite Unternehmen ist eine französische Firma, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, Vicat würde ich es mal nennen. Und die machen einen Umsatz von ungefähr 3 Milliarden 222 Millionen Gewinn, haben ungefähr 10.000 Mitarbeiter und die machen Zement bzw. Concrete. Und da musste ich nochmal ganz schnell übersetzen, Concrete ist Beton und sie machen dann eben auch hier den Zement als Basisstoff. Das sind ihre Hauptumsatzträger. Die kosten im Moment ungefähr 24,30 Euro, wie schon erwähnt, französische Firma.
bei der Kapitalstruktur ist es wichtig, Family Shareholders besitzen 62% aller Aktien, nur 37% sind quasi Free Float. Das ist eine Sache, die man dann immer ein bisschen berücksichtigen muss, ob man das mag oder nicht. Ich halte das jetzt nicht unbedingt für einen Nachteil. Und was hier bei der Aktie wirklich interessant ist, wenn wir uns die Dividendenzahlungen der letzten 20 Jahre mal anschauen, Cashflow for Dividends, dann fällt hier auf, es gab kein Jahr, an dem sie nicht eine Dividende gezahlt haben. Das heißt, wir haben ja das gleiche Thema wie eigentlich vor uns gerade bei der Immobilienfirma. Man würde jetzt erwarten, dass die hier vielleicht 2008 oder 2009 die Dividende reduziert haben oder ausgesetzt. Das ist nicht der Fall. Sie konnten sie sogar bis 2011 steigern. Und dann ist sie wieder auf so ungefähr 90 Millionen gefallen, 70 Millionen. Im Moment sind wir bei 79 Millionen Dividende pro Jahr. Eigentlich kann man sagen, dass das hier konstant seit 2008 die Jahresdividende ist. Die ist also mehr oder weniger gleich geblieben. Und jetzt ist natürlich interessant, wie ist eigentlich der Kurs? Jetzt ist meine Kamera ausgefallen, aber ich nehme jetzt die vom Laptop. Ist nicht ganz so scharf. Ich hoffe, das ist trotzdem okay für euch. Kommen wir mal hier zum Kurs von VCAT. Also, wir haben ja gesehen, die Dividende ist genauso hoch wie 2009 und der Kurs ist auch genauso tief wie er auf den absoluten Tiefständen, eigentlich sogar noch niedriger. Und von daher würde ich sagen, die Aktie ist jetzt historisch gesehen günstig. Das sehen wir ja schon am Chart. Wir haben das PI von 6, wir haben 1 Milliarde Market Cap. Guru Focus sagt, Fair Value ist ungefähr 51 Euro. Wir können hier nochmal in die Regionen schauen, wo überhaupt das Operating Revenue gemacht wird. Frankreich, Amerika, Asien, Europa und 10% in Afrika und wie wir schon gesehen haben, vorwiegend mit Zement und Beton. Wir sehen hier, dass ein Großteil vom Umsatz erstmal als Kosten, Costs of Goods Sold, weggeht. Dann haben wir noch Other Operating Expenses. Dann bleibt das Net Income übrig. Das heißt, das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz ist hier relativ gering. Sie haben eine Eigenkapitalquote von 41%, ein Interest Coverage von 5 und ein Schiller PI von 7, Price to Operating Cashflow von 3,5 und damit zahlen Sie 7% Dividende mit einer Payout Ratio von 39%. Wir können sehen, wir sehen hier beim Umsatz und beim Gewinn überhaupt keine Krisenjahre, weder 2020 noch hier die Immobilienkrise, dann schon 2010 wieder hier relativ gut verdient. Und schauen wir auf den Free Cashflow zur Dividende, da sehen wir im Schnitt, im Durchschnitt kann hier die Dividende gut bezahlt werden mit dem Free Cashflow. Wir haben so gut wie keine Verwässerung, hier mal ganz wenige Aktienoptionen, es wurden auch mal hier Aktien zurückgekauft. Das ist für mich eine sehr interessante Aktie, die erfüllt verschiedene Kriterien, hohe Dividendenzahlungen, niedriges KGV, möglicherweise sogar was für mein Portfolio. Kommen wir jetzt zur dritten Aktie, die hat seit 21 Jahren die Dividende nicht gekürzt, zahlt im Moment 5,8% und das ist Castellum. Wir können mal sehen, was die machen. Die sind auch ein Immobilienentwickler und Bauer, die bauen auch Office Buildings zum Beispiel. Wir können mal sehen, was sie für Projekte, die gerade machen, hier zum Beispiel für die schwedische Justiz oder ein Logistikpark oder hier Workplaces. Sie machen auch hier zum Beispiel Autohäuser, New Office Building. Solche Sachen werden hier also gemacht. Bei den Shareholders gibt es hier eine Einzelperson, die 17% hat. Ansonsten hier ein Asset Management, BlackRock, Vanguard, verschiedene Investoren. Wir können das nochmal gut hier sehen. 57% der Investoren kommen aus Schweden und davon sind 13% Fonds und Versicherungsfirmen, 17% USA und dann haben wir noch hier ein paar restliche Länder. Schauen wir hier mal auf den Chart. Das Ganze kostet, die Firma kommt übrigens hier aus Göteborg, aus Schweden, kostet jetzt ungefähr 11,50 Euro und das sind so Kurse wie hier 2014, das heißt auf 10 Jahressicht sind wir hier nicht ganz unten in der Finanzkrise, 3,50 Euro, dafür gab es die Aktie. Guru Focus sagt, Fair Value ist 22 Euro und die sind vorwiegend eben hier in Schweden, in Stockholm und auch in Dänemark aktiv mit ihren Immobilien, also schon relativ stark konzentriert.
Wir können sehen, dass hier ein sehr großer Anteil vom Other Income kommt. Wie gesagt, bei den ganzen Immobilienfirmen muss man sich das im Detail nochmal anschauen. Die Interest Coverage ist nicht sehr gut, das heißt, sie zahlen schon relativ viel für ihre Zinsen, 54% Eigenkapitalquote. PE-Ratio aktuell 3,8, das Schiller-PE liegt bei 5, Price-to-Free-Cash-Flow mit 18, ist allerdings jetzt schon relativ hoch, beziehungsweise die Quote ist relativ hoch. Dividendenrendite 6%, die Payout-Ratio davon 16%. Sie hatten jetzt hier ein Rekordjahr 2021. Wenn wir zum Beispiel mal 2019 schauen, haben sie also ungefähr 540 Millionen Gewinn gemacht und sie kosten 3,7 Milliarden. Das heißt trotzdem, dass sie da ungefähr ein KGV von 7 hatten. Die Schulden sind allerdings hier in den letzten 10 Jahren schon relativ stark gestiegen. Wir können auch sehen, die Dividende macht mittlerweile schon einen Großteil des Free Cash Flows aus, aber seit 2012 hier immer ein positiver Free Cash Flow, so immer mindestens 150 Millionen, wäre aber im Verhältnis zur Market Cap nur ungefähr 5%. Das passt eben auch zum Price to Free Cash Flow aktuell von 18. Wir haben auch eine Verwässerung. Es gab 189 Millionen Aktien vor 10 Jahren, jetzt sind es 340 Millionen. Das ist auch hier ein negativer Punkt. Ansonsten eine interessante Dividendenaktie, die hier seit Jahren die Dividende nicht gekürzt hat. Die letzte der vier Aktien ist eine Schweizer Versicherungsfirma, Vaudois Assurance Holdings. Die kostet im Moment 423 Schweizer Franken. Wir können hier mal sehen, was die machen für Privatpersonen, diverse Versicherungen, Auto, Hausrat, Motorrad, Gebäude, Hypotheken und für Unternehmen, zum Beispiel Betriebshaftpflicht, Krankengeld, Tagesversicherung und solche Themen. Die haben jetzt ein KGV von 9, kosten 1,2 Milliarden Schweizer Franken an der Börse. Wir können sehen, kursmäßig passiert hier relativ wenig. Die waren schon mal bei 600 Schweizer Franken. Wir haben jetzt Kursniveaus wie ungefähr 2014. Wäre jetzt wahrscheinlich keine Aktie, wo jetzt hier nochmal 50% Kurswachstum erwartet werden können. Guru Focus sagt 520 Schweizer Franken Fair Value, aktueller Kurs 423. Ich sehe das also ähnlich. Da ist nach oben jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sehr viel Luft. Das KGV hier bei Versicherungen, wir sehen jetzt hier Eigenkapitalquote 26%, Interest Coverage extrem grün. Das ist hier bei Versicherungen und Banken ja immer ein bisschen anders zu bewerten als bei klassischen Unternehmen. Deswegen schauen wir mal weiter. Das KGV liegt bei 9, das Schiller KGV bei 10 und Price to Free Cash Flow ist bei 20. Damit zahlen sie eine Dividende von 4,26% bei einer Payout Ratio von 39%. Wenn wir jetzt mal hier auf die letzten 10 Jahre sehen, der Umsatzverlauf ist jetzt nicht unbedingt gut. Umsätze sind immer gesunken bis zu 2016. Dann haben sie sich stabilisiert mit einem Mini-Wachstum bis heute. Wir können aber sehen, in dem Sinne krisensicher eigentlich in jedem Jahr der gleiche Gewinn gemacht, so von ungefähr 120 bis 130 Millionen Schweizer Franken. Das ergibt das KGV von 10. Und hier gab es viele extreme Jahre beim Free Cash Flow, deswegen sieht man jetzt die Grafik nicht. Aber wir können zum Beispiel sehen, im letzten Jahr 114 Millionen Free Cash Flow, 55 Millionen als Dividende ausgezahlt. 2020 hat der Free Cash Flow nicht ausgereicht, 2019 auch nicht, aber dann vorher 2018 und 17 und 16 hat er ausgereicht. Es gab hier zweimal ein paar größere Aktienrückkäufe, aber auch wurden neue Aktien ausgegeben. Am Ende gab es 3 Millionen Aktien vor 10 Jahren. Jetzt gibt es minimal weniger mit 2,9 Millionen. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt die Firma, die für mich jetzt sehr attraktiv zum Investment ist. Aber ich habe euch jetzt mal hier die vier Aktien mit der Top-Dividende aus Europa vorgestellt. Mindestens 4% Payout-Ratio, maximal 50% und seit 15 Jahren die Dividende nicht gekürzt. Für mich ganz klar die interessanteste Aktie von all denen, die ich euch gezeigt habe, ist die französische Zementfirma Vicat SA. Vielleicht nehme ich die in mein Portfolio. Da muss ich mir natürlich das Unternehmen mal noch genauer anschauen, Jahresbericht lesen und solche Sachen. Ich hoffe, das war für euch interessant, hier mal vier wahrscheinlich unbekannte Dividendenaktien zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, liked das Video. Wenn ihr noch
ein Depot sucht, dann schaut gern mal in die Videobeschreibung. Dort sind mehrere Links drin, auch fürs Tagesgeld. Dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal.